geht runter wie Öl. Dieser leckere Kräutertee und hallo und herzlich willkommen an all meine Zuschauer und Filmfans da draußen zu einem neuen Unpacking-Video hier auf Lord Gamgamful, The Other Side of Movies. Ja, meine Stimme macht mir immer noch ein bisschen so ganz, ganz leichte Probleme, aber ich versuche natürlich auch heute dieses sicherlich wieder etwas längere Unpacking-Video über die Runden zu kriegen. Und heute haben wir natürlich passenderweise Heiligabend. Heute ist der 24. Dezember, deswegen gibt es auch hier auf diesem Kanal eine kleine Bescherung. Und dann gibt es die nächsten Tage erstmal hier nichts auf diesem Kanal. Dann ist erstmal eine kleine Auszeit angesagt, ja. Weil in der letzten Zeit waren das einfach dann doch vielleicht ein bisschen zu viele Videos hier auf diesem Kanal gewesen. Aber ja, es gab eine Menge zum Abarbeiten und es ist auch immer noch eine Menge da, die ich immer noch hier auf diesem Kanal irgendwo unterbringen muss, ja. Und deswegen habe ich gedacht, so wird es mal Zeit hier für dieses vergessene Paket aus dem Hause DTM.at. Aber das lag nicht so lange rum wie das von den Cyberpiraten, sondern nur anderthalb Monate würde ich jetzt mal drauf tippen. Ich habe mich da absolut nicht mehr schlau gemacht, wann ich den Krempel bestellt habe. Hier sind übrigens zwei Filme drin und warum diese hier drin sind, da gibt es zwei Gründe für, die werde ich natürlich im Laufe des Videos dann auch nochmal hier eine Runde anschneiden. Und ich schneide das Ganze jetzt mal hier auf. Ja, fachgerecht natürlich mal wieder richtig schön chirurgisch wird hier geschnippelt, bis der Arzt kommt. Weil, ja, es muss einfach weg, ja, es muss Platz geschaffen werden für Neues. Und hier ist es so, hier gibt es kein Paket im Paket drin. Ja. Also die Cyberpiraten, die hatten so viele Pakete übrig. Ich hatte geguckt gehabt, was eigentlich in dem Paket zuvor drin war. Da waren diese Act of Vengeance Media Books drin von NSM Records, dieser Raven Revenge Film da von 1974 oder was das ist. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, Act of Vengeance, ja, der Akt der Vergeltung ist natürlich nochmal ein kleineres Paket in ein größeres Paket reinzumachen, aber okay, gut. Man kann es natürlich auch übertreiben. Man kann es auch nach dem Matruschka-Prinzip machen, noch mehr Pakete reinmachen. Und dann lässt man sich einfach mal so ein bisschen überraschen. Gut, wir fangen natürlich mal wieder mit den Innereien an. Ja. Polstermaterial, Verpackungsmaterial kann man natürlich nutzen. Und ja, ich war mal wieder auf dem Holzweg. Es ist natürlich mal wieder ein Paket im Paket. Okay, gut. Machen wir erstmal das hier raus. Ach, wie konnte ich mich eigentlich öffnen? Das liegt halt einfach daran, dass ich in den letzten Jahren immer weniger bestellt habe in Österreich. Ja, bei den ganzen Shops, weil meistens sind es Einzelbestellungen. Kleinere Bestellungen, das kann man auch bei der UFDB tätigen, aber ja, jetzt haben wir quasi wieder das gleiche und ich werde es mal rausholen und passenderweise natürlich mal wieder noch mehr Polstermaterial und jetzt ist es leer, ganz, ganz leer. Gut, und dann stellen wir natürlich da drüben hin. Und ja, da haben wir das kleine Stück und war dann hier auch was drin. Ah, hier war, ach, guck mal Leute. Guck mal, ja. Ich will es euch nicht den Tag vorenthalten. Hier waren, ja, John Carpenters Vampire drin. Ja, hergestellt von Über Hartmann. Sind das nicht auch die, die für die Hardboxen, für die CMV Laservision Trash Collection hergestellt haben, die das gemacht haben? Cover B, ganze Menge. Menge limitiert auf 500 Stück. Also hier waren 19 Stück drin. Also ihr könnt mal schauen, gibt es wirklich nur 500 Stück von Cover B oder gibt es mehr davon? Sehr interessant an dieser Stelle. Aber jetzt machen wir natürlich das Ganze auf. Wir wollen es ja nicht ewig in die Länge ziehen. Ja. Wir wollen natürlich auch noch was von der Bescherung haben. Und machen wir mal auf und ja, also irgendwie verfahren die hier alle nach dem gleichen Prinzip, nur machen sie es ein bisschen anders. Hier auch wieder. Ah, lass dir das Geräusch auf allen Ohren zergehen. Ja, wieder was für die lieben Kleinen. Und gehen wir mal durch hier. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ein Titel mehr haben wir hier drin. Das Ganze mit noch mehr Polstermaterial. Und natürlich die berühmt-berüchtigten Fizzers sind hier auch wieder am Start.
Ja, es wird immer mehr hier mit dem Müll. So, gut. Und ja, mit was fangen wir eigentlich an? Ich weiß es nicht. Also, ich bin jetzt schlichtweg ein bisschen überfordert. Das ist ja wie eine kleine Überraschung hier. Und fangen wir jetzt einfach mal was an mit einem Stück Metall. Ja, und da hatte ich ja in meinem Video zu, wo ich dieses Vingenaar-Syndrom, dieses Black Friday Überraschungspaket ausgepackt hatte, da hatte ich erwähnt gehabt, dass der Trauma einer der letzten guten Filme von Argento war. Natürlich war das ein bisschen falsch. Es gibt ja noch Sleepless, der war ganz gut, und dann gibt es noch einen anderen Film, den habe ich allerdings bis dato noch nie gesehen. Und zwar ist hier die Rede vom Stendhal-Syndrom, ja. Hier in diesem wirklich schönen Ultra-Stil. Ich finde halt schade, dass XT diese halt nicht mehr weitermacht. Ja, also wie jedes andere Label halt wirklich nur noch hier, meistens fällt nur noch Mediabooks und ihre wattierten Mediabooks, ihre 5 Milliarden Mediabooks dazu Voodoo. Das kann ich ein bisschen besser erkennen hier mit diesem schönen 3D-Hologramm. Ich glaube, so holographischen Effekt hat es jetzt auch nicht. Ja, und auf der Rückseite ganz ansprechend gestaltet. Mit Asia Gento und dem guten Thomas Kretschmann hier. Bin mal gespannt. Hier sind sogar zwei Versionen drauf. Einmal der Director's Cut und die Exportversion. Und auch innen drin. Ja, schön ansprechend gestaltet. Auf dem Film bin ich sehr, sehr gespannt. Also von dem habe ich wirklich immer nur gelesen. Aber bis dato habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist einer von diesen Argentos, die mir immer durch die Lappen gegangen sind. Aber jetzt kann ich es natürlich nachholen. Und ja, von 2013 ist schon dieses Metal Pack. Das hört schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber finde ich sehr, sehr gelungen. So, was kommt als nächstes? ja, als nächstes haben wir ein Fauxpas. Ich weiß gar nicht, was habe ich denn bestellt? Das ist ja die Rechnung dazwischen, Blend oder so. Ah, wo ist die Rechnung? Wo ist die? Das finde ich jetzt ein bisschen eigenartig. Ja, oder ist das noch hier drin? Ah, nee. Hä? Ich bin jetzt überfordert. So, das habe ich nicht bestellt, weil das habe ich schon seit Ewigkeiten in der Sammlung. Seit Ewigkeiten, ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber keine Sorge, das, was ich bestellt habe, den Film, in der Folge, die ich haben wollte, die habe ich jetzt auch. Ja. Skinner aka Popcorn hier in der Cover B Mediabook Variante. Ja, das wollte ich haben. Was ist los, XT? Was ist los, DTM? Ist das dazwischen gerutscht? Hat gesagt, oh, ich will aber auch mit, ich bin der arme Hardbox. Die kann ich an anderer Stelle, glaube ich, ja, ganz, ganz gut gebrauchen an dieser Stelle. Ja, okay. Dann gucken wir mal auf den Zettel, ob ich wirklich, ob ich jetzt 10 Filme oder 11 Filme bestellt habe. Da muss doch irgendwas fehlen, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Das ist jetzt aber eigenartig. Okay, wir machen einfach mal weiter und dann gucke ich einfach, ob ich drehe es einfach mal rum, dann kann ich es abgleichen, ob auch wirklich alle Filme drin sind, die ich bestellt habe. Und der nächste Film ist, ja, auch mal wieder, auch was aus dem Hause, TMV Laser Vision. Ja. Ihr wisst, was das heißt. Diese Mediabooks werdet ihr nochmal an anderer Stelle sehen, hier Zombie Nightmare. Hier mit dem allerersten Batman-Darsteller Adam West.
und Tia Carrere und dem guten John Michael Thor. Ja, das ist ja auch wirklich ein grandioser Schauspieler. Ja, bin ich natürlich auch schon mal sehr gespannt. Das ist natürlich absoluter Morks, aber egal. Ich mag diesen Morks einfach. Und dann geht es jetzt weiter. Nochmal mit einer Hardbox. Ja, und da weiß ich ja nicht, ob der Titel nochmal bei Wicked Vision nochmal rauskommt. Halt in dieser Classic Selection, glaube ich, war es gewesen, als Kanabo-Box. Oder nicht. Wer weiß, hier auf jeden Fall. Shriker, die Fratze des Todes. Ja, mal gucken, wie tödlich sie ist. Geht nur 70 Minuten. Ein sehr, sehr kurzes Happening hier. Den können wir auf jeden Fall auspacken. Ja. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen durcheinander wegen der Skinner-Popcorn-Geschichte. Na, egal. Dann haben wir natürlich hier nochmal die Hardbox ohne Folie. Finde ich, ist sehr, sehr ansprechend gestaltet. Ich finde es halt schade, dass diese Reihe oder allgemein, dass dieser Vertrag auf diese sehr unrühmliche Art und Weise leider zu Ende gegangen ist. Ja. Und CMV das auch irgendwie nicht klären konnte, wurde einfach ja, gekündigt und dann war es gut gewesen. Jahrelange Zusammenarbeit aufgekündigt, finde ich echt ein bisschen schade. Ja. Deswegen guckt man natürlich, dass man noch so an die Reste von bestimmten Titeln aus der Trash Collection rankommt. Das ist hier die Nummer 93, Shrieker, Fratze des Todes. Und dann geht es hier weiter mit einer weiteren Mediabook-Veröffentlichung. Von dem Film hätte ich mir eigentlich auch eine kleine Hardbox zulegen können, die hat ein paar Euro weniger gekostet. Ich habe gedacht, okay, nimmst du das Mediabuch mit. Ist aber, glaube ich, einer der schwächeren Titel von Necrostorm. Und man muss halt, ja, jetzt habe ich es schon gesagt, Necrostorm. Man muss natürlich dazu sagen, dass viele Filme von Necrostorm hier in Deutschland ja einfach so nicht rauskommen sind. Die kann man natürlich alle bei denen direkt im Shop bestellen. Einen habe ich hier noch rumfliegen, The Mildew vom Planet Sondade oder wie der heißt, den werde ich euch auch irgendwann nochmal zeigen, wenn ich es jemals schaffen sollte, nochmal eine Filmkollekte zu drehen. Ich habe es einfach letztes Mal heute schleifen lassen. Ja, aus Zeit und anderen Gründen, egal. Und zwar hier Judy von XT Video. Steht gar nicht das Cover drauf. Limitierte Auflage. Gibt es da nur das eine Cover? Also ich bin davon ausgegangen, dass es da eigentlich mehrere Cover von gibt. 76 Minuten, ja. Soll jetzt auch an sich nicht der splatterigste Film von denen sein. Aber hat mich auf jeden Fall lange interessiert. Und jetzt, ich glaube, 120 Euro hat das gekostet. Okay, kann man mal mitnehmen. Ja. Ja, was natürlich dann nochmal. Innen drin sieht es so aus. Ich finde es eigentlich ganz gut gestaltet. Dann haben wir hier noch ein Booklet. Schön dickes Papier. Ah ja, ein Text von alle. Von der Nandorona, hier haben wir auf der Seite noch die Blu-ray. Ja, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Ist auch so ein Film, den kann man sich zwischendrin anschauen. Also 76 Minuten, das macht echt nicht den coolen Fetter. Ist halt die Frage, haben beide Scheiben die gleiche Laufzeit? Weil hier ist eigentlich nur die. Ja, die. Ich glaube beide. Ja, okay, gut, damit kann man nicht klarkommen. Ja, Judy. So, dann geht's jetzt weiter. Und da kommen wir jetzt zu einem der Filme, weswegen ich mir das eigentlich das Ganze hier bestellt habe. Ja, und zwar hatte ich mir zuvor den zweiten Teil bestellt gehabt, bei der OFDB war es gewesen. Der ist natürlich zum Glück nicht beschlagnahmt, aber der erste Teil, ja, und ja, ich habe ja, beide Filme immer einen großen Bogen, weil ich gesagt, okay, gut, irgendwann kann man die sich vielleicht mal zulegen, wenn sie nicht mehr auf dem Index sind oder so, oder wenn es günstigere Auflagen gibt. Aber dem ist halt nicht so, ja. Und zwar ist hier die Rede von The Dentist, der war jetzt hier im Paket drin gewesen und ich habe natürlich vor kurzer Zeit hier noch Dentist 2 zugelegt gehabt. Der ist weder indiziert noch beschlagnahmt. Hier könnte man sich vielleicht mal dran machen. Ja? Also ich weiß nicht, warum der Titel beschlagnahmt ist. Können wir gleich mal aufmachen. Das ist auch einer dieser Filme, für die werde ich dann mir nächstes Jahr dann mal Zeit nehmen, um den mal zu sichten. Ja. Packen wir das Ganze mal aus. Das war jetzt auch so an sich das einzige Covermotiv, muss ich sagen, was mir gefallen hatte. Das ist Cover B hier. Ja, ein bisschen Extras gibt es hier nicht viel drauf. Ein 16-seitiges Booklet mit Text von Daniel Wagner. Gucken wir mal rein. Ja, mit Corbin Burnson in seiner Paraderolle hier. Ja, inszeniert von Brian Usner, beide Teile.
Ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, ist auch ehrlich, würde ich mal sagen, ist auch eher so eine Art Thriller, also Psycho-Thriller, ein Zahnarzt, der durchdreht, weil seine Frau halt ihn betrügt. Ja, dann geht mal ein bisschen, dreht mal ein bisschen ab mit dem Bohrer, ja. Und das dazu The Dentist, und jetzt geht's weiter. Die Reihen lichten sich immer mehr. Und da kommen wir jetzt zu einem Film, ja, darüber lässt sich definitiv streiten. Ich habe natürlich damals, wo er rauskam, gesehen gehabt, ja. Ja, so, sicherlich so gut wie der andere auch. Aber ich habe es noch nie übers Herz gebracht, mir die Sammlung zu holen. Ja, und zwar hier The Human Centipede 2. Ist ja die DVD-Version, habe ich mir vollkommen aus, natürlich die Farbversion. Allerdings sollen ja die Discs irgendwie Probleme haben. Ich werde es dann natürlich sehen. Teil 1, ja, fand ich ganz okay, war aber für mich eher pures Mittelmaß gewesen. Gute Idee, vor allem ein guter Antagonist, der gute Dr. Halter, Dieter Laser, der hier hat mir am meisten gefallen. Teil 3 war eher so eine Satire gewesen, eine Metasatire, ja, und der ist natürlich berühmt-berüchtigt, die Gewaltexzesse und das Ganze von Farbe und so weiter, ganze Ekel. Ja, jetzt kann ich mir irgendwann wieder zu Gemüte führen, wenn ich denn mal einen richtig guten Tag habe. So, ich gucke mit Centipede 2. Ja, und mal, die Reihen lichten sich langsam. Also wir haben noch 3 Releases hier vor uns. Und was nehmen wir denn da jetzt an dieser Stelle? Ah, da haben wir jetzt noch einen Ultra-Stil. Ja. Wenn ich ehrlich, ich habe mir den Film ein paar Mal damals angefangen, ich habe damals auch von Laser Paradise gehabt, in einer Red Edition halt, ja, die Qualität war natürlich zum Wegrennen gewesen. Der Film wurde ja von einem anderen Label, was ja auch sehr hoch bei Fans steht, 84, angekündigt, dass da irgendwann eine neue VÖ kommen soll, eine neue Synchro und so weiter und so fort. Wo bleibt diese VÖ? Nächstes Jahr bestimmt, nächstes Jahr. Ja, man muss ja erstmal dieses Jahr den ganzen Repack-Quatsch da nochmal raushauen, ja, und die Rede ist natürlich hier von Profondo Rosso, aka Deep Red, ein Film, wo ich über die erste 3 Folgen nie hinausgekommen bin, das lag allerdings auch an der Synchro, ich weiß nicht, wer damals auf die Idee kam, diesen Film so witzig zu synchronisieren, ist eigentlich ein ernst gemeinter Film, ja, dieser Giallo hier, dieser Krimi, kann natürlich deswegen sein, dass jetzt nochmal hier, vielleicht nochmal Hand angelegt wird an die Synchronisation des Ganzen. Ja, ist natürlich auch so ein Film, der für viele einer der Klassiker von Argento ist. Ich muss sagen, bis jetzt war das einer dieser Filme von Argento gewesen, mit denen ich dann doch sehr, sehr viele Probleme hatte, ja, damit irgendwie in Berührung zu kommen, ja. Ich versuche es jetzt nochmal, der bleibt auf jeden Fall in der Sammlung, weil es ist halt ein Ultrastil, ja, und die Ultrastils selber, die sind auf jeden Fall sehr, sehr sammelnswert. Ja, man hätte die Reihe auch mit Blu-ray fortführen können, aber egal. Gut, und ja, nicht viele Trailer drauf, aber egal. Ist natürlich ein Film, der wurde auch schon zig diversen Veröffentlichungen rausgehauen. Und jetzt kommen wir quasi dann noch zu den Schlusslichtern, würde ich mal sagen. Und da haben wir natürlich jetzt nochmal was von Necrostorm. Da gibt es natürlich jetzt schon den zweiten Teil. Dritte Teil kommt auch bald, also aber die muss man sich dann natürlich beim Necrostorm dann direkt bestellen. Ich glaube, die kommen hier nicht in Deutschland raus. Müssen sie aber nicht, ja, weil es gibt auch auf deren VÖs deutsche Untertitel und so weiter. Deswegen werde ich mir die da dann bei Gelegenheit holen, ja. Hier ist natürlich die Rede von Hotel Inferno, was hier in dieser Hard Art Collection von Ledigfilm von AFG rausgekommen ist. Die Nummer 3 aus dieser Reihe, ja, ist eine Reihe, die allerdings jetzt auch nicht mehr weiter fortgeführt worden ist. Und den Film hatte ich schon sehr, sehr oft in irgendwelchen digitalen Einkaufskörben gehabt. Aber ich habe es irgendwie nie übers Herz gebracht, mir den zu holen. Ja, aber jetzt habe ich es halt einfach mal getan, weil ich halt einfach Bock habe halt auf diesen Film. Ja, aber ich muss halt einfach sagen, vom Look her, vom Style, das ist absolut ästhetisch. Stell dir schon mal vor, na gut, diesen Vergleich hat schon mal irgendjemand gebracht, wenn Necrostorm eine Fist of the North Star Neuverfilmung machen würden. Ja, das würde dann sicherlich so Adam Chaplin-Style sein, ja, aber Alter. So überstilisiert, ja, muss ich jetzt sogar sagen, das wird für einige Frevel sein.
ist nicht mal Olaf Ittenbach. Ja, und das mag schon einiges heißen, was die ja so teilweise rausmetteln an Filmen. Und ja, ist auf jeden Fall Splitterspaß. Dorsch und Dorsch, ein First-Person-Shooter. Ja, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Die meisten wissen natürlich, was Hotel Inferno denn so ist, ja. Jo, und dann geht's weiter. Wir sind immer noch nicht am Ende angekommen. Oder doch? Ah ja, hier sind noch zwei Sachen drin. Und dann kommen wir natürlich jetzt hier zu dem zweiten Film, der so der Grund war, warum und wieso, weshalb, warum, ja. Hier ist es aber so, es gibt im Ausland eine Blu-ray von diesem Film und hier in Deutschland gibt es leider nur die DVD. Man hätte natürlich jetzt auch endlich mal gucken können, ob man dann doch vielleicht mal die Blu-ray ans Land ziehen könnte. Die Rede ist hier von Das unheimliche Auge oder Delirium mit Serena Grandi, der jetzt hier in der 10 Vorleser Vision, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier ein fester Bestandteil der New Trash Collection ist oder nicht, ja. Weil ich meine mal, für einen Zehner kann man absolut nichts sagen, ja. War auch, weiß nicht, war relativ fix vergriffen und bei den anderen habe ich den Titel noch nicht gesehen. Ja, ja, und es ist, nee, es ist kein Bestandteil der Trash Collection. Ja, sieht im Inneren so aus. Wir haben natürlich hier das bekannte Wendemotiv, was auch auf der anderen Hardbox drauf war. Es gab für den Film natürlich auch zwei Hardboxen. Hier. Ja, das Ganze inszeniert von Lamberto Bava, Daria Nicolodi und George Eastman sind hier auch mit am Start. Ich tue das Ganze natürlich wenden, weil ich dieses Motiv von Serena Grandi vorne drauf, das finde ich total. Als ich das erste Mal gesehen habe, ich fand das zum Dahinschmelzen. Ja, auch wenn es sicherlich dann einen anderen Film assoziiert. Aber dieser Film stand schon lange auf meiner Liste. Ich hätte damals vielleicht einfach bei der Hardbox, wo die angekündigt wurde, gleich zugreifen sollen. Aber ich habe es irgendwie nie gemacht, ich habe es irgendwie verpennt. Und da gab es passenderweise natürlich, dann hatte ich mir letztes Jahr zugelegt, ihr habt hier von 88 Films die Blu-ray Disc. Ja. Die Blu-ray von dem Film, natürlich auch ohne großartige nennenswerte Extras. Und so sieht das Ganze im Inneren aus. Das ist nochmal 29 Jahre, aber jetzt auch mit einem fast anderen Motiv. Ja, hier mit dem, weiß nicht, ist das der französische Titel oder italienische? Le Foto de Gioia. Oh. Ja, und ja, haben wir was Gutes getan. Aber dann hätte den Film auch locker irgendwie in die Trash Collection reinpacken können. Deswegen, glaube ich, habe ich den bei niemandem irgendwie gesehen, nicht mal bei der Bundesfilmanstalt oder so, die ja dieses Abo da haben. Und jetzt weiß ich auch warum, weil es einfach kein Bestandteil von der Trash Collection ist. Es ist ein ungeprüfter Release. Ja, ob der Film jetzt so megamäßig hart ist, keine Ahnung. Das werden wir natürlich dann sehen. So viel dazu. Und jetzt kommen wir natürlich endlich zur letzten VÖ hier. Und dann werden wir natürlich sehen, welche VÖ hier es nicht reingeschafft hat, da muss ich natürlich dann nochmal DTM anschreiben. Aber wobei, die 10 Orten kann man auch leben und ja, natürlich hier Bad Taste in der in der Shocking Classic Edition. Natürlich wurde vor kurzem angekündigt, wie es jetzt aussieht mit den ganzen Peter Jackson Klassikern, 4K und so weiter und so fort. Ist halt nur die Frage, wenn die dann wirklich kommen sollten, wer dann hier in Deutschland oder Österreich die bringen sollte. Ich habe manchmal Angst, dass dann irgendein Label kommt, was dann wieder nicht so ganz gut meint mit den ganzen Filmfans da draußen. Ja, aber hier muss ich sagen, ich habe den Film, bin ich auch ehrlich, frevel über mich. Ich habe ihn nur geschnitten gehabt, damals in dieser komischen Box da von Carol Media. Da gab es natürlich die Uncut-Box und die ungeschnittene. Ja, und jetzt hier endgültig komplett. Und ja, was ich natürlich an diesen Boxen so geil finde, ist natürlich hier dass diese Plastikeinleger, die liegen hier einfach so da drauf, so drin. Das ist natürlich auch absolut großartige Qualität. Dann liegt hier noch so ein Stück Müll dazwischen. Keine Ahnung, von wann der Müll ist. Ja, die Editionen sind ja auch schon 2000 rausgekommen. Und dann haben wir natürlich hier noch die Disc 1 von dem Hauptfilm. Ja, ist ganz nett, muss ich sagen.
Aber das ist einfach so, da so lappig reinzulegen auf diesen Plastik-Trays, lose, dann in diese fette Box hier reinmetteln. Man hätte ja auch so ein Digipack oder sowas machen können, oder von mir so eine Plastikhülle, weil das ist, ja, ich meine, ich habe die reitenden Leichen auch in dieser Shocking Classic Edition, aber da war nochmal Postkarten dabei und das war irgendwie alles ein bisschen besser verarbeitet. Aber egal. Ja, also ich meine mal, macht die dann so schön hier so drauf. Nanderchen, ja, die. Oh mein Gott. Ey, da kann man auch nebenbei ein paar Zigaretten reinstecken. Und das ist das Beste. Ich weiß, warum die Shocking Classics Reihe irgendwann, glaube ich, auf dem fünften Titel oder so eingestellt wurde, weil das. So. Gut, das war's jetzt an Film und ich muss jetzt schauen, welcher Film denn hier nicht drin ist. Und ich kann mir schon mal denken, welcher es nicht ist. Ja, genau. Und zwar ist es Slaughterhouse bzw. Alcatraz Horror, wie der Film hieß. Den gab es auch als kleine Hardbox Trash Collection Nummer 152. Die ist hier nicht drinnen. Ja, hier das Paket, glaube ich, dann schon aufmachen sollen, wo es dann hier war. Dann könnte ich jetzt eher mit den Herrschaften von DTM kommunizieren, aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt an dieser Stelle vollkommen wurscht. Auf jeden Fall mit der Hardbox hier von Skinner, der werde ich auf jeden Fall irgendwas anfangen. Ja, ich bin ja auch noch euch gewisserweise noch was schuldig, was schon lange im Raum schwebt, was ich einfach nicht geschissen bekomme, aber irgendwie keiner von euch macht mir mal ein bisschen Dampf oder Druck oder so ähnlich, aber ich muss sagen, ansonsten hat sich definitiv hier gelohnt. Das ist der Stapel an Filmen, der auf jeden Fall, ja, kann man sich auf jeden Fall mal antun. Das war es dann allerdings, glaube ich, das letzte Paket für dieses Jahr, wobei, da gibt es noch eine Sache, ich weiß nicht, ob die nächstes Jahr kommt. Keine Ahnung. Aber ansonsten, ja, bin ich durchaus zufrieden damit. Ja, natürlich, wieder eine Menge zum Schauen. Mal gucken, ob man die Zeit dafür findet, das überhaupt zu gucken. Ihr seht, dieses Video ist ja mal wieder total planlos an dieser Stelle, aber ja, es gibt immer wieder Überraschungen an dieser Stelle und ja, ein paar Überraschungen gab es hier auch, ja. Und ihr könnt mir natürlich in den Kommentaren schreiben, ob ihr die Filme kennt, wie ihr die Filme denn so findet, wie ihr die Veröffentlichungen, ja, so im Allgemeinen, wie euch die so gefallen, ob ihr da was anderes bevorzugt, ja, könnt ihr alle auch Gedanken wieder unten in die Kommentare reinhauen. Ansonsten wünsche ich euch heute an diesem wunderschönen Heiligabend eine schöne Bescherung. Lasst es euch gut gehen, futtert viel, genießt einfach jetzt mal so die Feiertage. Einfach mal ein bisschen abschalten, das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen, weil, ja gut, was hat uns dieses Jahr schon großartig gebracht, sagen wir es mal so, ja, außer vielleicht dem einen oder anderen guten Film, ja, und so im Privaten vielleicht mal so ein paar positive Erlebnisse. Ja, es ist einfach die Zeit, wo man ein bisschen runterkommen muss, ja, und das werde ich jetzt auch die Tage tun. Und dann zum Ende des Jahres gibt es natürlich noch ein paar Videos hier auf diesem Kanal. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch jetzt einfach mal frohe Weihnachten hier an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal hier auf Lord Gamgam Full, The Other Side of Movies. Ciao, euer Chris.